Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flight of the Amazon Queen. Ja, dieser Flug hat nicht lange gedauert. Da sind wir doch relativ schnell abgestürzt und zwar direkt über den Amazonas. Und das Flugzeug geht unter. Es hat ein Leck. So, wir haben in der letzten Folge den Propeller gefunden und ich könnte mir vorstellen, dass wir den als als Dings benutzen können, als Ruder. Aber erstmal. Sieht ziemlich schlecht aus. Aber erst einmal will ich mir noch hier anschauen. Sieht nett aus. Das würde ein tolles Boot abgeben. Aber ich bräuchte sowas wie ein Paddel. Naja, da lag ich doch mit meiner Vermutung relativ nah. Der Stamm hält das Seerosenblatt fest. Ah. Und ja, das sieht man ja auch, den Stamm. Oder hier sieht man es noch deutlicher, da hat man ja so noch einen Stamm. Aber wir haben ja auch ein Messer. Das muss ich jetzt nicht herausfinden. Okay. Ah, nee, wir haben einen richtigen Stamm hier. Das hat der einen eigenen Stamm Hotspot. Hält das Seerosenblatt fest. Wir haben einen richtigen Hotspot dafür. Ah, das ist der Trick. Ja, das ist der Trick. Okay, wenn du das so sagst, dann warte mal. Springt an Bord. Ich werde dieses Seerosenblatt bis ans Ufer rudern. Dass das Seerosenblatt das aushält, drei Leute. Ist es sicher? Möchtest du vielleicht lieber im Flugzeug bleiben? Ich glaube, ich riskiere lieber das Seerosenblatt. Okay, Jungs, ihr bleibt hier, während ich Hilfe hole. Ich versuche, ein Telefon zu finden und Luzis Luftrettung anzurufen. Wenn du schon ein Telefon hast, ruf gleich noch deinen Anwalt an. Du wirst ihn brauchen, wenn wir aus diesem Schlamassel raus sind. Hahaha, du solltest lieber beim Drama bleiben, Faye. Komödie steht dir nicht so gut. Okay, es wird nicht lange dauern. Entschuldige, Joe. Ja? Ja, Sparky? Könntest du mir einen Gefallen tun? Und das wäre? Wenn du einen Laden findest, könntest du nachsehen, ob die da Commander Rocket Comics haben? Comics? Mein Commander Rocket gegen den Pöbel ist bei dem Absturz zerstört worden. Ich fänd's echt toll, wenn du mir ein neues Heft besorgen könntest. Okay, Sparky. Ich werde nachsehen. Aber ich kann dir nichts versprechen. Schließlich sind wir im Amazonas-Dschungel. Danke, Joe. Ja, wie wenn wir sonst keine anderen Probleme hätten, ja. Okay, da haben wir einen Pfad. Haben wir sonst noch irgendetwas hier? Da haben wir einen Pfad. Bleiben wir doch erstmal hier unten. Ansonsten scheint es ja nichts zu geben. Hm. Ah, da kommen wir raus. Okay. Die Brücke sieht sehr vertrauenserweckend aus. Sieht zu gefährlich aus, um rüber zu gehen. Haben wir sonst noch was hier? Hilfsseil. Hier muss mal ein neues Seil her. Hatten wir nicht sogar noch ein Seil? Ah, nee. Nee, wir hatten kein Seil. Okay. Die Brücke ist nicht sicher genug, um rüber zu gehen. Okay, das machst du auch tatsächlich nicht. Ah, du gehst nicht rüber. Okay, dann die sind wir hier. Die Brücke ist nicht sicher genug, um rüber zu gehen. Dann sind wir hier die auf Brücke jeden Fall. Ist nicht sicher genug, um rüber ja, zu ja, gehen. Ja, wissen wir doch schon. Nee, also hier, das hier und ja, da müssen wir also quasi die Brücke ein bisschen, ja, reparieren. Das ist das mysteriöse, neblige Tal, durch das wir geflogen sind. Okay, also zurück, anderen Weg schauen. Wir brauchen definitiv ein Seil, um das zu machen und noch irgendwas anderes für wahrscheinlich die Brücke. So eine Liane als Seil, das hätte schon was, aber nee, kein Hotspot. Okay, also nächster Pfad. Denkt ein Seil, nee, ist eine Liane. Was für ein hübscher Vogel. Möchte Polly einen Cracker? Squawk! Prinzessin Azura ist in Schwierigkeiten. Squawk! Hey, du kannst ja sprechen. Squawk! Hilf mir, Krämer Bob.
Du bist meine letzte Hoffnung. Squawk! Wer ist Krämer Bob? Und wer ist Prinzessin Azura? Squawk! Ich werde gefangen gehalten. Du musst mich retten. Squawk! Worüber redest du nur? Wer hält wen gefangen? Squawk! Hilf mir, Krämer Bob. Du bist meine letzte Hoffnung. Squawk! Ha. Ein Hilferuf. Komm zurück. Das ist ja toll. Ich bin gerade im Dschungel angekommen und habe schon eine geheimnisvolle Nachricht von einem Papagei erhalten. Vielleicht kann dieser Krämer Bob mich aufklären. Den sollten wir vielleicht mal suchen, das wäre auch mein Gedanke. Die Liane ist doch bestimmt, eine Weinrebe ist das. Diese Weinrebe sollte mein Gewicht aushalten. Okay, das heißt, wir können da tatsächlich hochklettern? Es ist ein bisschen zu stark, als dass ich es brechen könnte. Na gut, dann versuch mal hochzuklettern. Scheint nicht zu funktionieren. Oh, und kleiner Moment. Jo, da bin ich wieder. Ja, wie war das jetzt mit der Weinrebe? Er sagt, es wäre stark genug, dass es ihn halten würde, aber hochklettern will er nicht anscheinend. Diese Weinrebe sollte mein Gewicht aushalten. Das heißt, wir müssen irgendwie die Weinrebe oben abschneiden oder so und damit könnte man vielleicht die Brücke reparieren. Also klettern tust du nicht? Scheint nicht zu funktionieren. Was haben wir sonst noch? Nimm, prüfe, gib, bewege? Lässt sich nicht bewegen. Öffne wohl auch nicht. Und im Inventar haben wir... Ah doch, wir haben, ja doch, was, wir haben doch noch das Messer. Okay. Er sägt hier ab und von oben fällt es komplett runter. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. ja. Aber gut, wir haben auf jeden Fall eine Weinrebe. Oh. Hallo, Affe. Da haben wir einen Gipfel. Gorilla. Hey, der ist ja riesig. Hab ich nicht auf der anderen Seite der Brücke Bananen gesehen? Damit kriegen wir doch bestimmt den Affen bestochen, damit er Platz macht. Hallo. Ich bin Joe King. Ja, ganz genau. Ist hier vor kurzem ein Papagei vorbeigekommen? Das heißt sicherlich nein. Na gut, war aber auch klar, dass das Gespräch nicht besonders vielsagend sein wird. Hallo nochmal. Tut mir leid, Kumpel, aber ich spreche leider nicht Elfisch. Sag mal, du bist doch ein Gorilla, oder? Gorilla. Über was in aller Welt reden wir eigentlich? Gorilla. Ich dachte, Gorillas kämen aus Afrika. Sag mal, Junge, ich glaube, du hast recht. Gorillas gibt es nur in Afrika. Okay. Hier ist Südamerika. Du gehörst eigentlich gar nicht hierher. Stimmt, du hast recht. Ich glaube, ich gehe lieber. Das ist ja witzig. Ein Phantomprimat. Was war in aller Welt war das? okay. Aber den Gag muss ich mir ehrlich gesagt merken. Der ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Okay, also hier kommt man nicht weiter. Und ich dachte, auf der anderen Seite von der Brücke hätten wir Bananen gefunden oder irgend sowas. Und, ja.
dass das Rätsel, das Lösung dann das gewesen wäre, weil das wäre irgendwie typisch gewesen für so ein Spiel. Aber ja, gut, 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 gut. Also, dann gehen wir mal hier weiter. Gipfel. Gehe bis zum Gipfel. Hallo? Dann schaut ihr den Gipfel an. In der Zwischenzeit wieder am Unglücksort. Der fiese Hund hat uns verlassen. Er macht mich wütend. Ah, jetzt fühle ich mich besser. Das war ein sehr teures Parfüm. So? Ich bin reich. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Was hast du jetzt vor? Ich suche nach Hilfe. Aber Joe hat gesagt, wir sollen hier bleiben. Der kann mich mal gerne haben. Oh je. Ich wette, ich weiß, wie das ausgeht. Wir haben... sie wird wahrscheinlich von diesem verrückten Professor entführt und wir müssen früher oder später dann sie befreien. Oh, huiuiui. Das ist ja cool. Kann man da auch irgendwie was anschauen? Da haben wir den Unglücksort. Könnten wir jetzt hingehen wieder, aber... Ach, da ist Krämer Bob. Guck mal, da ist Krämer Bob. Da ist Fleder GmbH. Da ist ein Anleger. Das ist einfach nur Dschungel. Dschungel, Dschungel. Dann hätte ich gesagt, gehen wir doch mal zu Krämer Bob. Guck mal, der ist gar nicht so weit vom Unglücksort entfernt. So, Krämer Bob. Willkommen in Krämer Bobs 24-Stunden-Shop und authentischem Eingeborenen-Spielplatz. Und das hier? Peni, dem großen Gott der Fruchtbarkeit geweiht. Ja, okay. Oh, sieht aus wie ein riesiger Spargel. Ja, okay. Was haben wir da? Das ist Peni. Haben wir da was? Nee, da ist nix. Und da geht er automatisch über die Brücke rüber. Okay, dann reden wir mal mit den großen Pygmäer. Hallo, was guckst du so? Was ist los? Hat es dir die Sprache verschlagen? Er kann nicht reden? Ach, du redest immer noch nicht mit mir. Kommst du hier aus der Nähe? Wo ist das Pygmäendorf? Ich geb's auf. Oh, das scheint ihn zu freuen. Na gut, dann lassen wir das mal und gehen hier rüber. Felljäger. Ah, das ist der Häuptling. Okay. Was haben wir sonst noch alles hier? Das ist einfach nur Hintergrund hier. Alles klar. Dann würde ich sagen... Ah, hier ist der Krämer Bob. Das ist das Krämer Bobs 24-Stunden-Shop-Schild. Okay, aber wir reden erstmal mit den Häuptlingen. Und da haben wir noch einen Schuppen, okay. Wir reden erstmal mit den Häuptlingen. Hallo, ich bin Joe King. Ungawa Changa Tuwanga. Wie bitte? Unga Tusani Shunga Aroni. Oh, das verstehe ich leider nicht. Chunga Tuwanga Ungola Tusani. Kannst du Deutsch sprechen? Wanga Chungola Urumpi. Ich spreche nicht Pygmäisch. Auf Wiedersehen. Unga Chunawa Tusani Unga. Na gut. Das Gespräch war nicht besonders ergiebig. Was ist mit dir hier, Medizinmann? Hallo, ich bin Joe King. Ungawa Changa Tutawanga. Das kann ich leider nicht verstehen. Chunga Tuwanga Ungola Tusani. Kannst du Deutsch sprechen? Wanga Chungola Urumpi. Das hieß wohl eher nein. Und wie bitte? Punga Tusana Chunga Waroni. Ach, ich spreche kein Pygmäisch. Auf Wiedersehen. Unga Chunawa Tusani Unga.
so kann man natürlich definitiv auch Sprecher einsparen und Dialogzeilen. Schlafen da Dorfbewohner? Der schläft. Wir nehmen Mastercard und Visa. Okay. Wir nehmen alles klar. Mastercard und dann, Visa. Dann gehen wir mal zu Grimmer Bob rein. Squawk! Hey, so sieht man sich wieder, gefiederter Freund. Hallo, mein Sohn, ich bin Grimmer Bob. Ich führe mit Naomi da drüben den Laden hier. Was kann ich für dich tun? Bist du der Grimmer Bob, von dem mir dieser Papagei erzählt hat? Kann sein. Was hat der Papagei dir noch erzählt? Tja, er hat mir von einer Prinzessin erzählt. Ich glaube, sie hieß Azura. Er sagte, sie wäre in Schwierigkeiten. Hör zu, ich glaube, wir müssen uns mal richtig unterhalten. Wie heißt du? Mein Name ist King, Joe King. Man kann mich als Pilot anheuern. Also gut, Joe. Azura ist eine gute Freundin und sie wurde gekidnappt. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber ich habe eine Vermutung. Vielleicht brauche ich deine Hilfe, um sie zu finden. Hast du Interesse? Ja, und warum brauchst du meine Hilfe? Warum brauchst du meine Hilfe, wenn du es selber kannst? Die Leute, die ich der Entführung Azuras verdächtige, kennen mich als ihren Freund. Sie würden sicher Verdacht schöpfen, wenn ich da rumschnüffeln würde. Niemand im Dschungel weiß, wer du bist. Da ist was Wahres dran. Soll mal... nehm erstmal das hier. Man kann mich als Pilot anheuern, nicht als Detektiv. Und ich bin der Besitzer eines authentischen Eingeborenendorfs und 24-Stunden-Shops. Manchmal müssen wir Dinge tun, die wir nie geplant hatten. Hehe. Okay, ich helfe dir. Erzähl mir die Einzelheiten. Super, ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich denke, dass Fleder die Lederhosengesellschaft Azura gekidnappt hat. Sie wurde heute zuletzt in der Nähe ihres Lagers gesehen. Es wäre gut, wenn du das Lager mal durchsuchen könntest. Fleder. Ah ja. Fleder ist also die Lederhosenfabrik. Wie kommst du darauf, dass Fleder sie gekidnappt hat? Eine Menge Leute aus der Nähe werden vermisst. Außerdem hat Fleder Elektrozäune und Wachhunde. Ist das nicht ein bisschen viel für eine Bekleidungsfirma? Und was macht die hier? Was macht eine Lederhosenfabrik hier am Amazonas? Das frage ich mich auch. Ich kann mir vorstellen, dass sie nur ihre eigentlichen Aktivitäten damit vertuschen wollen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber es kann nichts Gutes sein. Naja, die wollen nur die Eingeborenen in Dinosaurier verwandeln, sie aggressiver machen und sie als Armee einsetzen. Also nicht so kompliziertes oder ja, das ist schon ziemlich alltäglich. Wofür braucht man eigentlich Lederhosen hier? Lederhosen? Naja, gute Frage. Also, ich glaube, die exportieren die, weil die Produktion hier so billig ist. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Und werde mal losziehen. Du findest Fleder auf der anderen Seite des Gipfels. Sei vorsichtig, Joe, und sag Bescheid, wenn du mich nochmal brauchst. Ja, wir reden gleich nochmal mit dir. Entschuldige, Bob. Was kann ich für dich tun? Hast du ein Telefon, das ich benutzen kann? Tut mir leid, aber das einzige Telefon im Dorf ist kaputt. Kann ich es mir ansehen? Vielleicht kann ich es reparieren. Das glaube ich nicht. Weißt du, der Medizinmann hat's auch schon versucht. Er hat's angezündet, um die Dämonen auszujagen. Seitdem hat's sich ziemlich verändert. Kennst du jemanden, der ein Telefon hat? Fleder wahrscheinlich. Wenn du nach der Prinzessin suchst, sieh, ob du eins findest. Aber was ist mit dem Telefon hier? Okay, das ist wahrscheinlich nicht angeschlossen, aber trotzdem, wenn das andere nicht mehr geht, weil es verbrannt ist, könnte man auch das verwenden. Netter Laden. Hast du ihn selber dekoriert? Naomi da drüben hat mir geholfen. Sie interessiert sich sehr für Raumausstattung. Wohnt sie hier? Nein, sie lebt mit ihrem Vater, dem Häuptling. Sie ist sehr hübsch. Na, allerdings. Und bevor du auf falsche Gedanken kommst, wollte ich nur anmerken,
dass sie meine Freundin ist. Sehen alle Dorfbewohner so aus wie sie? Nein, nicht alle. Manche von ihnen sind Männer. Vielen Dank, dass du mir von Naomi erzählt hast. Ist ja gut. Gibt's noch weitere Fragen zu beantworten? Ich habe noch ein paar Fragen. Also, was möchtest du wissen? Erzähl mal mehr über Fleda. Kannst du mir mehr über Fleda erzählen? Ja, was willst du denn wissen? Das sind viele Gesprächsauskünfte jetzt noch angebracht, wo wir machen können. Warum glaubst du, hat Fleda Azura gekidnappt? Seitdem Fleda hier ist, sind immer komische Dinge passiert. Leute verschwinden, am Himmel erscheinen seltsame Lichter. Und als ich diese Woche Wäsche gewaschen habe, haben alle meine Socken zueinander gepasst. Oh, nee, im Ernst? Wow, Fleda ist echt böse. Was glaubst du, wird Fleda mit Azura machen? Ich habe Gerüchte gehört, dass sie mit Menschen Experimente machen. Äußerst seltsame Experimente. Sie könnten sie als menschliches Versuchskaninchen benutzen, also müssen wir sie retten. Was macht Fleda im Amazonasgebiet? Sie stellen sich als Lederhosenfirma dar. Aber ich glaube, die führen nichts Gutes im Schilde. Danke für die Auskunft. Es war auch mein Vergnügen. Ich wollte mich nur ein wenig umsehen. Sag mir Bescheid, wenn du was gefunden hast. Mach mal. Und wir haben noch weitere Dialogoptionen bei dir zu machen. Da gibt es noch einiges zu reden, wie es aussieht. Aber ich würde sagen, wenn ich so auf die Uhr schaue, ist es Zeit, die Folge zu beenden und in der nächsten Folge weiterzumachen. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.